Dobri den YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin Dennis, aka der Russe von den National Buddies. Und nun ja, heute bin ich mal dran mit dem Kommentieren. Das ist mein allererstes Commentary, was ich je gemacht habe und mein allererstes Commentary auf diesem Kanal. Ich entschuldige mich jetzt schon für meine Versprecher in diesem Video und weiß ich auch nicht genau, aber hate mich nicht zu sehr für mein erstes Commentary. Und ja, heute das Thema FIFA 15 Futures, die neuen, also halt was neu gemacht wurde in FIFA 15. Im Hintergrund seht ihr ein FIFA 15 Gameplay von der Demo. Dortmund gegen Barcelona. Ich weiß nicht, ob ich euch das ganze Spiel zeige oder halt nur eine Halbzeit, weil ich weiß nicht, wie lange ich zum Kommentieren brauche. Ich werde euch halt heute nicht alle Futures halt natürlich aufzählen, weil es sind ziemlich viele da hinzugekommen. Ich werde euch halt, sag mal, vielleicht 5 Futures sagen, die eigentlich sehr gut sind, die mich halt sehr interessieren, sage ich mal, am meisten interessieren. Und das wäre halt so, das erste wäre halt emotionale Intelligenz. Das heißt, die Spieler zeigen ausgeprägte und natürliche Reaktionen auf, sage ich mal, schlecht durchgeführte Pässe oder wenn sie halt mal das Tor verfehlen, dass sie sich aufregen oder sonstiges. Ein weiteres Future wäre Beweglichkeit und Kontrolle. Das wäre zum Beispiel, sage ich mal, wenn ihr langsam läuft, also geringes Tempo habt, dann könnt ihr die Schritte, die sind dann viel präziser und ihr könnt euch, sage ich mal, schneller drehen. Und bei hohem Tempo, also wenn ihr am Sprinten seid, habt ihr eine engere Ballführung und ja, das ist schon ziemlich der Hammer, keine Ahnung. Dann ein weiteres Feature wäre dann halt das im FIFA Ultimate Team, dass ihr euch Spieler ausleihen könnt. Ich weiß nicht genau, wie es ist, aber auf jeden Fall könnt ihr euch, sage ich mal, Ronaldo ausleihen, der aber nicht für die ganze Zeit bei euch bleibt, sondern, sage ich mal, für 3 Spiele bei euch bleibt. Ihr könnt 3-mal mit dem Spieler halt zocken und danach verschwindet er, denke ich mal, automatisch. Dann auch ein geiles Future ist die Torwart, also die Torhüter, die wurden natürlich verbessert. Sie haben 50 neue Animationen und haben halt verbesserte KI, das heißt also halt Bots, sage ich mal so. Die Torhüter halten diesmal viel besser als in FIFA 14, FIFA 13, okay, FIFA 12 weiß ich nicht genau, aber darunter weiß ich auch nichts mehr, ich habe erst mit FIFA 13 angefangen. Aber die Torhüter in diesem FIFA, die sind saugut. Also ich bekomme kaum noch Tore hin, entweder es liegt an mir, dass ich zu dumm zum Schießen bin, oder die Torhüter sind einfach viel zu gut. Aber heute im Gameplay seht ihr im Hintergrund einen Torwartfehler. Ich wollte da irgendwann nur eine Flanke machen und da habe ich aus Versehen ein Tor gemacht durch den Torwart. Er wollte den Ball fangen, aber hat wohl nicht so geklappt, wie er wollte. Ne? So, ein weiteres Future wäre dann das Matchday Live. Was das ist halt, ich sag mal, ihr konntet euch, als ihr FIFA euch geholt habt und euer Konto erstellt habt, konntet ihr eine Lieblingsmannschaft auswählen, sage ich mal, jetzt bei mir wäre es Dortmund. Ihr sucht euch Dortmund aus und dann, sage ich mal, Dortmund spielt im Real Life, sage ich mal, gegen Bayern und gewinnt 2-0. Oder Dortmund kauft sich neue Spieler oder sonstiges. Reus verletzt sich oder wie auch immer. Dann bekommt ihr es, wenn ihr FIFA startet, wird irgendwo so ein Dingen sein, dass halt einfach so die FIFA News von eurem Verein, da wird einfach alles angezeigt, wie Dortmund gespielt hat und alles Mögliche. Dann weiteres, das letzte Future, weil ich will das Commentary nicht zu lang halten, wäre das Man-to-Man-Battle. Was ist das? Als Real Life seht ihr oft, die Gegner, die Spieler, die schubsen sich, zerren sich, machen alles Mögliche nur, um den Zweikampf halt zu gewinnen. Und so ist es natürlich auch in FIFA 15. Weil ich denke mal, EA will FIFA schon langsam so realistisch wie möglich machen. Und das ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dazu, es realistisch zu machen. Scheiße, Mann, ich erzähle gerade so die größte Scheiße, aber ich nehme dich jetzt schon zum 20. Mal auf oder so eine Scheiße, ich bekomme es nie gebacken. Ich entschuldige mich für meine Versprecher, aber irgendwann, keine Ahnung, denkt ihr euch auch noch irgendwie, ich habe keinen Bock mehr, ist zwar mein erstes Commentary, aber irgendwann reicht es auch mal mit den ganzen Versuchen. Und da komme ich mal zum allerletzten Future von FIFA 15, das Fangesänge. Wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht genau wie es ist, aber wenn ihr irgendwie das Spiel startet, dann singen ja die ganzen Leute da, sag ich mal, wie in Deutschland irgendwie, die Nationalhymne und alles mögliche oder sowas, denke ich mal.
Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich nicht so genau aus mit FIFA. Ich will einfach nur so ein Commentary FIFA zu FIFA 15 machen und ja. Und das war es eigentlich auch zu meinem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen und es tut mir leid, dass ich nicht 100% alles sagen konnte. Und für meine Versprecher tut mir auch leid, aber nun ja, haut rein.